Trotz der Umstände bin ich froh, dass ich Ihnen das hier endlich mal zeigen kann, Dr. Harding. Wir haben ja sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt. Kommunikations- und Verhaltensstudien. Sie konnten ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Tja, gute Frage. Aber gebt denen doch einfach, legt doch ein bisschen Dolamin extra aus. Mit Ibuprofen und dem Wirkbeschleuniger Lysin. Wird heutzutage gar nicht mehr erwähnt, wenn die Werbung kommt. Die gab es früher schon mal vor 10 Jahren oder so. Da wurde noch gesagt, mit dem körpereigenen Wirkbeschleuniger Lysin. Heutzutage ist bloß noch körpereigener Wirkbeschleuniger, egal was. Jedenfalls, gut, Lysin. Aber gibt's Lysin nicht auch in irgendwelchen Sachen, die man draußen essen kann? Ich meine, es ist eine Aminosäure. Das heißt, sie kommt in irgendwelchen Eiweißen garantiert vor. Und Lysin ist jetzt nichts Seltenes. Das ist eine ziemlich simple Aminosäure. Die sollte eigentlich auch irgendwo so wachsen. Von daher ist eine Abhängigkeit von Lysin als Sicherheitsfaktor ein bisschen sinnfrei, würde ich behaupten. Aber gut, was soll's. Dann wollen wir mal hier reden. Ob du es glaubst oder nicht, die Saurier haben es mir verraten. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Hauptsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Ich finde die putzig, die kleinen Saurier. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorgen. Natürlich. Doch, die sind putzig, die sind niedlich. Auch wenn sie schon ziemlich groß sind, aber die können einem ja auch nichts tun eigentlich. Es sei denn, sie trampeln ein Blatt, aber naja. Na gut. Dann wollen wir mal. Okay, bringen wir die Dinos in Bewegung. Jeha! Die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Aha. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Na wundervoll. Sind sie nicht putzig? Welch ein Idyll. Na gut, wo ist denn jetzt, hier ist der Ausgang? Ja, hier ist Osten, nehme ich mal. Na, ach, hier steht's mit dran. East Speakers, West Speakers. Okay, dann, keine Ahnung. Lass mal hier starten. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Aha. Gut zu wissen. Dann also... Nee, wir können gar nicht wechseln. Ich wollte gerade sagen, dann wechseln wir halt mal. Aber sieht nicht so aus, als ob wir das können. Dann machen wir den auch noch an. Hallo? Den da? Ja? Denn wir müssen die ja dorthin locken, zu diesem Tor. Und dann wäre es natürlich sinnlos, wenn wir die hier drüben anschalten würden. Denn hier ist ja kein Tor und so, ne? So, ansonsten noch irgendwas? Nee, die will ich nicht anschalten. Das hatten wir schon. Gut, können wir das hier irgendwie auswählen? Ah ja. Dr. Harding? Ja. Gut, dann... Ja, natürlich. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Sind das jetzt die amorös eingestellt? Ich hab gehört, sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paläogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Ja, deswegen meinte ich, dass Jess noch viel Spaß mit Dr. Sorkin haben wird, weil die so ein bisschen so ein Vorbild für sie ist. Sie kann jetzt ein bisschen Mutti spielen oder so, ich weiß es nicht. Gut, okay. Wir haben jetzt... Die Saurier erschrecken bestimmt nicht. Wie?
Lautsprecher aktivieren. Dr. Harding? Ja? Was hatten wir jetzt gemacht? Wir hatten westliche Lautsprecher-Nahrung, glaube ich, gemacht. Dann ist jetzt mal Paarungslautsprecher-Zeug dran. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten? Okay. Komm vorbei, mein Kleiner. Und wir werden es treiben. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Ja, ja, der Naturschutz ist natürlich ganz wichtig. Dr. Harding? Okay. Ja. Wir haben die Tiere jetzt zum Süd? Weiß ich gar nicht. Nord ist das, glaube ich, zum Tor halt hingelockt in die Nähe. Aber jetzt müssen wir natürlich noch rausschmeißen. Und dazu, denke ich, werden die zentralen Lautsprecher jetzt, wo sie auch noch in der Nähe zum Tor stehen, also zwischen Tor und Lautsprecher, wird das wohl das Richtige sein. Aktivieren Sie den Warnruf. Ab geht's. Hä? Was? Was? Ja, wunderbar. Geschafft, Sie sind draußen. Gut gemacht, Jess. Endlich, sofort und mehren euch. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. Okay, das Parasaurolophus-Gehege abgeschlossen. Und Gedanken nach Freiheit gehegt. Gekriegt. Was ist denn mit Ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Ich will sehen. Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Genau, kümmere dich um den C. Dr. Sorkin wirst du nicht Dr. überzeugen Sorkin? Können. Laura, was ist das? Ingen, Henry Boo, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Verrat's nicht meinem Dad, aber ich habe eine 4 in Chemie. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Wir müssen sie nur in den Hauptwasservorrat leiten. Okay, sollte kein Problem sein, oder? Du trägst eine große Verantwortung, Jess. Ich krieg das hin, Dr. Sorkin. Ich meine Laura. Okay, natürlich. Jess, legen wir los. Eine Lösung? Sage, danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch, die Blondine? Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Der Heli? Oh shit, Nima! Verdammte Bitch! Na, das kann ja heiter werden. Halt dich gut fest, Oscar. Hilf doch erstmal Oscar auch, Mensch. Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie's! Ich knall Sie sonst ohne zu zögern ab! Bitte! Oscar, komm hierher! Ich zieh dich hoch! Oh, scheiße! Ich dachte, das ist das andere zum Drücken. Sorry, Oscar. Ich dachte, das ist was zum Direktdrücken. Das muss mir doch jemand sagen, dass das getimed ist. Komm schon, noch einmal. Du Miststück! So wirst du uns nicht abhängen hier. Na komm schon. Sagt der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Oscar.
Benutz einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Okay, na dann. Und jetzt hoch mit dir. Zieh, 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 zieh. Bizeps, man. Okay, passt, wunderbar. Kein Ding. Und jetzt bist du dran. Du bist ein verdammt sturer Mistkerl. Hilf! Auf die ganz nette Art und Weise. Kein Problem, du Schafter. Kümmer dich lieber um die Alte. Oh shit. Oscar! Bring uns runter! Sofort! Nie und nimmer! Na super. Komm schon. Okay. Ausgewichen. Hallo, ich hab doch gedrückt, Mensch. Also manchmal ist das mit dem Drücken auch ein bisschen komisch. Man drückt und es passiert nichts. So, nix da. Miststück. Oh. Okay. Erledigt. Alles klar? Nein. Nicht klar. Schlecht. Ist das Wasser bereit? Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit der los? Oh oh. Oh nein. Raptoren. Raptoren. Jerry, weg da! Jerry! Lauf, Jerry! Nein! Hinter ihnen! Und das sieht er nicht von alleine? Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Komm schon. Okay. Und jetzt schnell weg. Und ganz sexy Leiter hoch. Komm schon. Renn um dein Leben. Oh oh. Tja, die können klettern. Okay. Oh. War eine schlechte Wahl. So, hoch die Leiter, aber ganz fix. Oh. Oh. Puh. Zumal der alte Mann ist immer noch drauf, was? Sie haben Glück noch zu leben, Jerry. Oh ja. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Wo kommen die denn her? Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochgekriegt. Wenn wir ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hoch. Ja, ja, so ungefähr.